Heyo Leute, ich bin's wieder mal, euer Versicherung Heini oder auch Kennzler, aber ich heiße eigentlich Ken. Also nennt mich Ken. Wir sind im vierten Part meines Let's Plays nun, mittlerweile auf Genosis, einem Wüstenplaneten, würde ich fast mal behaupten, der ziemlich zerstört ist, also von der Umgebung her und ja, allem halt, ne? Seht ihr unten rechts schon. Ja, Let's Play geht gut voran. Ich hoffe, es macht euch Spaß bis jetzt. Kann euch gleich sagen, dass ich in diesem Land wahrscheinlich jetzt, dass es möglich ist, dass ich dieses Land nicht direkt schaffe, also dass wir nicht direkt einen Sieg verzeichnen können. Aber wir werden sehen, vielleicht gewinne ich doch direkt. Ist auf jeden Fall spannender für euch. Also, ich lese einfach mal vor wieder mal. Ich hoffe, es macht euch jetzt irgendwie keine Probleme oder es nervt euch nicht, dass ich die ganze Zeit das vorlese. Na egal. Nein. Könnt ihr mir ruhig in die Comments schreiben, wenn euch das unbedingt so sehr stört, dass ich das am Anfang immer vorlese. Es geht ja recht schnell. Die Schlacht von Genosis. Die Separatistenarmee formiert sich auf Genosis. Vernichten Sie sie, bevor sie entkommen können. Zerstören Sie die Schiffe der Techno Union und verhindern Sie, dass die Separatisten entkommen. Ja, das wiederholt sich irgendwie. Zweitens, Meister Windu steht Ihnen in dieser Schlacht zur Seite. Also der Neja. Start. Bevor diese Scheiße jetzt wieder abstürzt, stoppe ich die Aufnahme erstmal und dann direkt wieder zurück. Ja! Damn, Bitch! Es hat geklappt! Ein Wunder! Ich glaube, so mache ich das jetzt jedes Mal. Ich habe es überhaupt nicht unterbrochen. Ich habe jetzt, ihr habt jetzt vielleicht 5 Sekunden oder so nicht gesehen. Da fing jetzt so eine Filmsequenz an und ja, das war's. Okay, Leute, wir sind im vierten Part. Spielen mittlerweile ist die Klonkrieger, also die andere Seite sozusagen. Sehen ein bisschen cooler aus, die Leute, finde ich. Wir nehmen den Scharfschützen, den finde ich am coolsten von denen. Und steigen in so ein AT-RT, ach, keine Ahnung, wie das heißt. Weil mit den Fahrzeugen, finde ich, kann man am meisten erreichen. Geil, was war das denn für ein schwuler Schuss? Ja, Mann, getroffen. Oh, so schnell kann ich nicht wenden. Oh, hinten geht's ab, wenn ich ins Treffen. Wenn ich treffe. Mano! Master Windu erledigte Genosianer. Ach genau, diese... Ey! Lol, der ist gegen mich gefahren, der Idiot. Diese Genosianer gibt's ja auch noch. Das sind so extra Einheiten sozusagen. Und, ja! Wollte gerade sagen, ey. Und die, das bringt's nicht. Also oben in der Wertung bringt's es nicht. Wenn die sterben. Oh, ah, dieser Wichser. Naja. Wollte gerade sagen, als ob wir ihn nicht treffen würden. Ah, fickt euch mal, ihr blöden Genosianer, ey. Da war ich voll aus der Penner. Jetzt kann er nicht mehr ausweichen. Komm her, ist es unsere Einheit? Die ist gerade repariert. Ich sehe nicht, wer hier mein Gegner ist. Da ist es ein Gegner. Sind auch Gegner da hinten, hier. Duidika. Duidika! Nein, so schnell komme ich nicht hinterher. Ey Mann, ich will ein paar Einheiten erledigen. Okay, das war unbeabsichtigt. Ah, Penner. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Richtung schießen gerade. Ich will nur ein paar von den Wichsern kaputt machen. Ja, komm schon! Ich fühle mich langsam verarscht, Leute. Ah! Da hinten sind sie. Ja, verdammt. Ah, Wichser. Dieser blöde Ruidika. Ja, sehr gut gemacht. Team KOS verlor irgendwas. Ja, Mann. Ah, wie ich die Penner hasse, ey. Habe ich beide getroffen? Ja, habe ich. Jetzt können wir auf die Dinger gehen. Wenn die kaputt sind, ich weiß nicht, was genau passiert, aber das, ich denke mal, das tut denen nicht so gut. Also greifen wir es einfach mal. Dauert nicht mehr lang, Leute. Was gibt's heute zu erzählen? Was wäre das schön bei euch? Schreibt's in die Comments.
Nein, Spaß. Aber es dauert halt ein bisschen. Ich gehe raus, weil ich habe keinen Bock, dass mich jetzt kaputt macht, das Drecksding. Jetzt schneiden wir ein bisschen rum. Versuchen einfach mal hier ein bisschen Schaden anzurichten mit den Pennern. Pum, 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 pum. Wir sammeln die Munition ein. Ja, als ob du so viele Schüsse überleben musst. Ja, Mann, so geht's ab. Scheiße, die haben immer noch mehr Verstärkung als wir. Was soll denn das? Steht so vor mir und er hofft sich dann irgendwie, dass er gewinnen würde. Ich frage mich ehrlich gesagt, wow. Immer noch, wieso dieser Kommandoposten nicht uns gehört. Oh fuck, ich glaube, ich werde jetzt sterben, Leute, weil hinter mir sind so viele von den Pennern. Nein!